Hallo und herzlich willkommen hier bei Julia die Partyköchin und der Weber Grill Akademie Original. Und wie man sieht, habe ich heute ein offenes Feuer gemacht. Es brennt noch an, eine Kohle, und ich möchte zwei Tagines machen. Einmal mit Hähnchen, Artischocken, Zitronen, Zwiebel, Gewürzen und Koriander, und ein zweites Mal mit Gemüse. Kartoffeln, Karotten, auch wieder eine Suppe, Fisolen, Zwiebel, Ingwer, Knoblauch, auch wieder Koriander und verschiedene Gewürze. Und ich werde als erstes mit den Gewürzen starten und damit hier meinen Tagine vorzuheizen. Also ich habe hier das Feuer direkt und stelle einmal offen den Tagine hinein und lasse den ein bisschen warm werden. Hier lasse ich es noch ein bisschen, bis das Feuer richtig durchgebrannt ist, und in der Zwischenzeit werde ich da hinten meine Gewürze rösten. Das mag ich nicht, wenn es nicht zündet. Dann machen wir es mit dem Feuerzeug, nicht, dass ich dann erstaunt bin. So, jetzt rösten tue ich sie nur so lange, bis sich ein bisschen Geruch entwickelt. Was habe ich da drinnen? Ich habe Koriandersamen, Kreuzkümmelsamen, ein bisschen Paprika drinnen und Chili, und mehr ist es auch schon nicht. Das röste ich jetzt ein bisschen und werde es dann etwas zermörsern. Das ist für meinen Gemüsetagine. Und fürs Hähnchentagine habe ich die Hähnchenteile schon mal ein bisschen eingesalzen und werde sie hier dann anbraten. Das heißt, ich tue dann Olivenöl hinein und lass es warm werden und brate dann die Hähnchenteile hier an. Aber ein bisschen warten wir noch, bis es warm ist. In der Zwischenzeit werde ich meine Gewürze durchschwenken. Immer wieder werde ich gefragt, warum ich denn nicht bei so schwierigen Situationen wie jetzt mit einem Mikrofon arbeite. Bei meinen Nicht-Live-Videos tue ich das. Bei den Live-Videos ist das leider technisch bisher sehr schwierig. Ich habe noch keine Lösung gefunden, wie sich das so verbinden lässt, dass es auch wirklich funktioniert. Also versuche ich, weil es heute regnet, zuerst Wintergrillen, heute Regengrillen, möglichst laut zu sprechen, und irgendwann einmal werden wir eine technische Lösung für das Ganze finden. Natürlich kaufen kann man alles, aber es ist alles auch immer mit Kosten verbunden. Daher bitte ich ein bisschen um Nachsicht, dass ich da jetzt laut reden muss, dem Regen entgegen. Es duftet schon. Es kommt jetzt in den Mörser hinein. Da werden wir dann gleich das Ganze etwas mörsern. Es braucht wieder einmal, wie es bei mir üblich ist, nicht weiß Gott wie fein sein, nur ein bisschen zerstoßen, damit die Gewürze ihr Aroma entfalten können. Ich werde den Tagine auch mal draufstellen und warm werden lassen. Dann werden wir mal hier mit dem Hähnchen anfangen. Ein bisschen Wärmerwurst muss noch werden. Das heißt, ich werde in der Zwischenzeit meinen Koriander aufschneiden und da oben die Klappe aufmachen, dass es ein bisschen heißer wird. Beim Koriander etwas vom Grün hebe ich mir auf. Den Rest schneide ich auf. So, dann ganz unelegant über meinen Terrassenrand einfach das Wasser wegschütten. Das Wasser habe ich ausschließlich dazu gehabt, damit die Kartoffeln nicht anlaufen. So, und jetzt das weglegen. Oder andünsten lassen. So. Suchen wir jetzt gerade an. Passt. Und das wird dann alles in diesen Tagines schön schmoren. Ich habe diese Tagines wirklich direkt aus Marokko bekommen und die auch vorbehandelt. Mir ist gesagt worden, damit der richtig gut funktioniert, soll ich einmal für ein, zwei Tage Wasser hineintun.
und Olivenöl obendrauf oder Öl obendrauf. Und wenn der dann so quasi sich immer weiter vollsaugt, den aufheizen. Ich habe den immer wieder aufgeheizt. Man sieht hier herinnen, der glänzt das ein bisschen. Das ist fast wie eine Patina. Man sieht es auch hier. Das ist das Olivenöl. Und damit versiegel ich meinen Tagine ein bisschen. Sobald die Flüssigkeit da weg ist, werden wir da auch gleich dann anfangen. Hier habe ich noch Kurkuma. Das kommt noch zu meiner Gewürzmischung dazu. Und etwas frisch gemahlener Pfeffer. Und dann haben wir diese Gewürzmischung einmal fertig. So, dann werden wir da auch Olivenöl hineintun. Und da kommt dann mal der Ingwer hinein. Das ist die Zwiebel und dann werden wir leicht andünsten. So. Und die Gewürze kommen da drauf. So, das setzen wir jetzt ein bisschen drauf. So, und da. Gut. Was wir jetzt da noch haben, sind Zitronen. Diese Zitronen habe ich mit Salz eingelegt. Allerdings, also ich habe sie einige Stunden gehabt, weil eigentlich passen das Salz-Zitronen sehr, sehr gut dazu. Am besten wäre es, man heizt die, hat die richtig so ein, zwei Tage, drei Tage mit dem Salz zusammen und nicht nur so kurz, wie ich es hatte. So. Rühren. Riecht schon sehr, sehr gut. Das kann man natürlich auch auf dem Herd oder im Backofen machen, wenn man möchte, aber da ist es dann nicht so lustig wie hier. Und die Artischocken kommen deutlich später dazu. Die Gewürzmischung gebe ich jetzt schon dazu. Das ist ein Rasse Kanut. Das ist sehr aromatisch. So, und da kommt jetzt auch gleich noch Ingwer dazu. Knoblauch. So. Hier werden wir dann die Karotten und die Kartoffeln dazu tun. Und dann brauche ich natürlich auch noch Flüssigkeit. Da habe ich dann schon die Suppe vorbereitet. Und die Sohlen tue ich erst etwas später dazu, weil die sind vorgekocht. Nicht, dass sie mir dann zu quatschig werden. Ein bisschen von Koriander drin kommt noch dazu. Salzen werde ich. Ja, die Suppe gieße ich auf. Und dann kommt schon der Deckel drauf und das lasse ich ca. 45 Minuten so stehen. Hier wollen wir ein bisschen würfeln. Und dann kommen dann noch
Gurken, Salz, Zitronen dazu. Die Artischocken kommen dann ganz zum Schluss. Wenn es dann soweit ist, dann werde ich die Artischocken dazu tun und das Ganze am Schluss eben noch einmal 2-3 Minuten mitschmoren lassen. Und natürlich zeige ich euch, wenn es dann ganz fertig ist, wieder Fotos von meinem Gericht. Also hier schaut es schon richtig super aus. Jetzt muss es einmal aufkochen und dann langsam vor sich hinschmoren. Und ja, wenn ich es dann fertig habe, mache ich ein Foto. Das werde ich euch wieder dazu tun. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das ist auch wieder für mich ein Versuch, so wie immer. Und wir sehen uns bald wieder mit einer neuen Idee bei Judy die Barbecue-Challenge.